Folge Nummer 20 von Avorion. Ja, wir sind in unserer kleinen Drohne unterwegs, haben letztes Mal noch geguckt, dass wir vielleicht jetzt mal einmal schauen, in welche Schiffe wir springen, damit wir denen da noch etwas mitgeben. Dieser hier ist der da, der baut ab. Das heißt, wir gehen mal kurz reingucken in das Schiff, ob wir dem noch was Zusätzliches geben können, damit er besser abbauen kann. Ja. Oh, das ist ziemlich... Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie man in dieses Menü kommt. Ein Schiff, ein Vektor wechseln. Das wollte ich tun. So, da rein gucken. Der ist der nächste zum Kern ja auch. Der kommt dann eher an Titan dran und weitere Sachen. Und jetzt schauen wir mal, was der schon macht. Ah, der ist sogar da dran. Und der hat schon ganz viele Sachen. So, jetzt gucken wir mal gerade hier P. Der hat nur ein Teil. Das heißt, wir können dann noch aufrüsten. Will ich hoffen. Also erstmal wollte ich das noch einbauen, wenn es geht. Das geht auch. So, und das ist ein zusätzlicher Slot, wenn ich es festmache. Plus 1 unbewaffnete Geschütze 3. Festinstallation 4. Energieverbrauch das. Fest installieren. Haben wir jetzt. So, jetzt. Vorher waren es 2. Jetzt müssten es ja reichlich sein. Sind es auch. So, jetzt müssen wir... Oh, erzeugte Energie. Da müssen wir noch was tun. Aber wir sammeln ja auch gerade noch zusätzlich Titan ein. Das ist ja sehr schön. Das heißt, wir gehen in den Baumodus. Erlese haben wir immer noch nicht. Aber da kommen wir ja auch noch dran. Ne? So, was haben wir hier oben? Defense. Doppeleisenbergbau. Der kommt schon mal dahin. Und irgendwo muss noch einer sein. Dieser hier. Ja, komme ich gerade noch so hin, ne? So. Dann haben wir keine Bergbauer mehr. Ist aber jetzt auch nicht schlimm gerade erst. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier unten noch was mehr kriegen. Eisen. Eisen. Energiecontainer. Und Generator. Ja. Den würde ich jetzt noch hier unten irgendwie hinbauen wollen. Machen wir eine Spiegelachse an. Da. Füllen wir das Ganze doch hier gerade aus, oder? Und machen wir so schon alleine, oder? Ja, machen wir gerade erstmal so. Benötigte Energie 1,1 erzeugt ist noch nicht genug. Okay. Na dann. Machen wir mal den Dingens wieder aus hier. Sag schon den Spiegel. Und zaubern den da hin, aber ziehen den noch breiter. So, jetzt haben wir genug Energie dafür. Jetzt fehlen uns wahrscheinlich Leute, ne? Bergbauer, ist klar. Und vielleicht müssen wir den Frachtraum noch vergrößern. Ne, den machen wir erst leider erst aus Eisen. Ne, da müssen wir die Richtung drehen. Ne. Doch. So. Machen wir den Spiegel für an. Warte mal. Hier vorne haben wir ja noch so ein dünnes Teil, glaube. Mal gucken. Bisschen höher muss er noch, ne? So. Haben wir den auch noch ein bisschen größer gemacht. Jetzt fehlt auch Mechaniker. Jetzt sind wir natürlich wahrscheinlich nicht gerade an einer Station, aber das sollte jetzt auch erstmal egal sein. Wir gehen aus dem Baumodus und suchen uns die nächstgelegene Station. Das war das G, ne? Nee. A? Nee. F? F war nix. Ja, es gab mal eine Taste.
Also mit Tab kann man auf jeden Fall durchdrücken, aber dann habe ich die Asteroiden auch da dran. Ne? Es gab aber noch eine andere Taste, wo ich weiß, dass ich da. G ist mein eigenes Schiff, aber ich konnte doch mit einer Taste durchklicken, welches die nächste Station ist, oder? Nein, das wollte ich jetzt nicht in die Drohne aussteigen. Hat sich das geändert? Ist es anders belegt worden? Ich weiß es nicht. Ja, ist wohl leider nicht mehr so. Weißt du was? Wir machen gerade hier. Nein, das bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt was weiter abbauen, weil ich glaube, diese Station sieht schon ziemlich nahe aus, oder? 23.000. Ich sehe aber nicht wirklich eine Station, die noch näher ist. Bleibt uns nichts anderes übrig. Fliegen wir gerade dahin. Energiecontainer haben wir jetzt nicht erweitert. Ich hoffe, das reicht auch so. Jetzt müssen wir erstmal zu dieser Station und dann Leute anheuern. Wo ist ein Dingens? Wie heißt es? Depot, ne? Habe ich jetzt schon gedockt? Ich habe das eher gedrückt, ne? Also Mechaniker gibt es hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, habe ich gar nicht gemacht. Erstmal gucken, was wir brauchen. Macht vielleicht Sinn, ne? Dass wir nicht so viele holen. Wir brauchen einen Mechaniker und vier Bergleute. Wir haben keine Leute. So, Mechaniker haben die einen. Da holen wir uns dann auch einen. Und Bergleute haben sie gar nicht, das heißt, wir müssen reguläre holen. Komm, wir holen noch zwei Leute mehr als Reserve. Nein, warte mal, zwei. Wir haben, glaube ich, noch mehrere Slots. Lass uns acht Leute nehmen. Für die anderen Slots auch noch. So, jetzt gehen wir hier rein und können hier auffrischen. So, vier haben wir Reserve. Ich glaube, das ist auch schon okay so. 14 von 16, okay. So, was ist schwach, ne? Das ist klar. Ja, dass das schwach ist, wissen wir schon. So, jetzt müsste man wissen, wo man weggekommen ist. Ich glaube, von da unten eigentlich. Aber ja, wie das immer so ist, ne? Fliegen wir mal in die Richtung. Oh. Irgendeine Drehrichtung ist ganz schlecht, oder wie sehe ich das? Ah ne, doch nicht, da ist oben. Ich dachte, das wäre umgekehrt. Ja, vielleicht waren wir vorhin da. Mal gucken. Das Bergbausystem zeigt hier auf jeden Fall nichts mehr an. Hier gibt es aber noch was. Und da unten war er wahrscheinlich zuletzt sogar. Ja, lass ihn mal machen, oder? Dann ab in die Drohne. Das war falsch. Das auch falsch. T ist richtig. Ich muss erstmal raus. So. Jetzt. Befehle. Wenn man jetzt noch klicken könnte und der würde es so nehmen, weil das Mausrad kannst du bewegen. Abbauen. So, jetzt baut er bestimmt woanders ab und nicht da, wo ich ihn hingeschickt habe. Ich habe gedacht, er nimmt den nächsten. Ah, doch, er richtet sich nochmal neu aus. Ja, macht er doch. Okay, dann geht's ja. Das wäre ja der Hammer jetzt gewesen, oder? Ich wollte gerade sagen, ne? So, der ist auf jeden Fall jetzt schon mal fit. Was wir natürlich gerade
Er macht alle drei, ne? Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Da freut sich der Thomas bestimmt darüber, dass wir jetzt mal geschafft haben, so ein Ding da richtig zu machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was sollten wir noch machen? Wir wollten dann, wenn wir diese Geschütztürme alle eingebaut haben, der hat natürlich jetzt hier noch Slots frei gehabt, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Wir müssen eigentlich schauen, dass wir mehr Anbaumöglichkeiten kriegen. Dafür müssen wir irgendwo was kaufen. Wir wollten noch ein Schifflein bauen für uns für schnelles Reisen, ne? Ach so, das müssen wir ein neues Schiff gründen, wenn, ne? So, das ist der Cruiser. Ach, machen wir anders. Cruiser, meiner, Cruiser, doch, obwohl, wie machen wir? Wie nennen wir das Hauptschiff? Gute Frage, ne? Was gibt's da? Cruiser. Ah, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so. Lady haben wir schon. Was machen wir da? Machen wir Mister? Mister, Mister, ja. Mister Explorer. Nee, das ist auch doof. Ja, Namenfinder ist immer, wir machen Mister, ihr sagt mir, wie wir das Schiff nennen. Ich nenne es erst Mister, man könnte es doch bestimmt umbenennen, oder? 500 Naonet brauchen wir da, Gebühren, Rundungsgebühren. Jetzt brauchen wir schon 500, ich glaube, wir können das waren unsere letzten Schiffe, die wir machen konnten. Jetzt geht nichts mehr. Okay, dann wird's jetzt teurer. Gut. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt definitiv auf den Weg machen Richtung Naonit, weil wir jetzt nichts mehr machen können. Erstmal mit Eisen können wir keine Schiffe mehr gründen. Da sind wir durch. Okay, dann muss man... Da waren wir schon, ne? Krass, oder? Dann fliegen wir jetzt mal dahin, wo es Naonit gibt, oder? Müssten wir eigentlich. Allerdings bringt es jetzt das gerade nicht, mit diesem Schiff das zu machen, oder sehe ich das falsch? Wir haben ja noch andere Schiffe, die wir jetzt nicht als Miner unterwegs haben. Der macht Asteroidenabbau. Das ist ein Sprungschiff. Der baut Asteroiden ab. Der auch. Der auch. Und der ist... Wo ist denn der? Da. Ja, dann müssen wir den mal nehmen, oder? Wie lange hat denn der hier noch was? Der hat noch vier. Wenn ich die Befehlskette jetzt mir so angucke, stelle ich mir gerade die Frage, wo will denn der hinspringen, wenn der da jetzt sowieso nicht gerade ist? Also der steht doch, oder? Sehe ich das falsch? Der hat Sprung, aber er springt nicht. Das sind fünf Ziele. Das andere Schiff. Haben wir doch noch einen gerade. Den hier. Der hat auch so viele Ziele. Wo ist er? Discover ist hier. Und der könnte tatsächlich diese Ziele hier noch alle anspringen vielleicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Der hat 14 Sprungziele. Ich wüsste gerne, ob er überhaupt springt. Eisen kriegen wir ohne Ende gerade. Okay, da haben wir einen neuen Auftrag gekriegt. Lass uns erstmal das Schiff 417-129 dann erledigen. Was ist das? Nee. Das ist das. Das ist genau das, was wir gerade hatten, oder was? Da war doch eigentlich noch reichlich, hä? Hallo?
Ach so, ich bin da drin, ne? In dem Sektor. Wo ist denn der andere? Da oben. Ist der wirklich so schnell jetzt gewesen und hat das alle aufgeräumt hier? Na dann. Komm, wenn das so ist, dann fliegen wir mit dem gerade weiter, wenn der sowieso gerade leer ist. Wo finde ich jetzt? Das Tor ist da irgendwo, wenn es denn das Richtige ist. Westtor, das ist richtig. Dann geht die Reise mal dahin. Da hatte ich schon alle aufgeräumt. Okay, das kann jetzt das letzte Minenfeld, Asteroidenfeld gewesen sein, wo er dann definitiv vielleicht die letzten Sachen abgeräumt hat. Das könnte natürlich sein. So, da ist eine Station. Ich wollte gerade sagen, da ist doch, aber ist nicht. Das waren die Lichter der Station, die mich da irritiert haben gerade. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir jetzt an Nauanit kommen, um weitere Schiffe wenn zu bauen. Wir brauchen noch einen Kapitän dann vielleicht oder so, ne? Oh, jetzt sind wir gerade mit dem Sprit wieder alle. Aber das baut sich ja auch wieder auf. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, dass wir jetzt hier mit dem mal gerade weitermachen. Was hat er jetzt gesagt? Will ich mal gerade rein. Systemschiff verbraucht alle Energie. Das ist klar. Dein Schiff verbraucht mehr Energie. Okay, das ist jetzt durch. Weil wir gerade ja halt den Hyperraumantrieb genommen haben. Vielleicht dauert das mit den anderen Sprüngen der anderen Schiffe natürlich auch so lange, weil der da so, ne, viel Saft braucht und die ja auch schnell reisen. Naja, gucken wir mal. Springen wir erstmal hier rein gerade und schauen, was dahinter ist. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie weit wir vom Nahonit weg sind, aber ich denke immer noch einiges. So, lass uns erstmal gucken, wer hier so zu Hause ist. Ressourcen, Raumjäger, Essensfabriken. Oh, hier gibt es ganz viel zu essen. Das ist immer gut. Essen ist wichtig. Tore. West-Südwest-Tor haben wir auch noch. Karte. Okay, geht wahrscheinlich. Na nee, kurz davor geht's. Aber der könnte dann noch da gehen, okay. Asteroiden sind hier ein paar, aber. Sind jetzt hier oben, dass Asteroiden hier komplett sind und unten sind das die, die abbaubar sind? Das ist ja Station, das ist Schiffe. Also 7 Stationen gibt es hier, klar. Jetzt lass uns mal gerade in die Drohne aussteigen und lass uns ihm mal sagen, er soll abbauen. Nicht abhauen, sondern abbauen, ne? Macht er das oder ist hier nichts? Nee. Er fliegt irgendwo hin. So. Der fliegt direkt aufs Tor zu. Der haut ab. Das ist Rebell. Sind das denn also noch ist da nichts angezeigt. Er ist also nicht unbedingt jetzt in der Reichweite, um was zu sehen. Der macht ganz schön Gas, ne? Wo baut denn er ab? Ach, das ist vorm Tor noch, wo er gerade abbaut, oder was? Aber ich sehe hier nicht, dass er das. Also ich weiß nicht, wofür dieses letzte Feld hier unten ist. Weil das oben sind ja die Asteroiden. Die gibt es hier 1206. Dann gibt es die Schiffe, dann gibt es die Dinge. Das letzte ist jetzt für mich gerade. Nicht klar. Ist das denn hier das Tor, wo wir auch hinwollen werden? Ja. Also es gibt was zum Abbauen, aber es wird nicht angezeigt. Okay, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Wo ist denn das Tor jetzt? Da oben.
Also er ist schön am Abbauen, aber hier kann man jetzt nicht das abbauen, was ich brauche, sozusagen. Ich denke nicht, dass hier schon Naonit ist. Da sind wir noch zu weit am Kern, vom Kern entfernt. Dann sind wir noch zu weit in den Außenbereichen. Ja. Ja, nützt nichts, ne? Also es ist jetzt so für uns die Sache, ein Schiff können wir jetzt noch nicht mehr bauen, weil wir dafür bessere Rohstoffe brauchen. Ist klar. Wir müssen unterwegs immer gucken, dass wir auch Dingens finden. Also wir müssen erstmal Naonit jetzt haben, würde ich sagen. Wenn wir Naonit haben, können wir ein weiteres Schiff bauen, wo wir damit reisen. Dann können wir auch gleichzeitig gucken, dass wir diese R-Abbauer kriegen. Das sollte das nächste Ziel dann auch sein. Dafür brauchen wir mal diese, ne, Stationen, wo es das alles zum Kaufen gibt. Die müssen wir dann auch noch ein bisschen suchen. So, jetzt hier erstmal rein. Dann kommen wir erstmal ein Stück weiter. Obwohl wir da bestimmt nichts finden, was wir brauchen. Ne, wir werden es sehen. Das sind unsere nächsten Ziele, würde ich sagen. Oh, hier ist doch einiges los. Aber nicht das, was wir brauchen, sozusagen. Karte, wir haben ja schon einiges hier geguckt. Okay, kann man auch über den Dingens springen. Ja, sinnig wäre ja eigentlich zu sagen, komm, wir springen mal, kommen wir da jetzt gerade hin. Hier dieses weiten Weg einmal, den wir hier offen haben, den wir nicht sehen, wo es hingeht, die Reise geht. Aber eigentlich wäre das am sinnigsten, oder diesen Bereich aufzusuchen. Da müssten wir aber dahin. Also ob wir jetzt nach da fliegen oder nach da fliegen, wäre ja ziemlich egal, ne? Da gibt's auch neue Freunde hier. Die Föderation, mit denen sind wir schlecht, mit denen sind wir neutral. Aber mit denen haben wir jetzt schon gerade versucht, glaube, sind das die gleichen wie hier eigentlich? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, wir müssten eigentlich auch ein bisschen mit denen hier gut Freund werden. Einfach aus dem Grunde. Weil wir dann nämlich da mit denen auch Handel treiben können. Und wenn wir mit denen Handel treiben können, können wir da auch bessere Sachen kriegen. Ne? Das ist unser Problem noch. Kann es sein, dass da gerade ein dicker Asteroid ist? Nee, ne? Wie geht denn der Sprung hier erstmal? Süd-Südwest, das wäre über den Graben sozusagen. Ich bin jetzt ein bisschen näher geflogen, um zu gucken, ob das... Aber nee, der ist das nicht. Das ist kein tolles Teil da. Habe ich jetzt mit der Drohne natürlich keine guten Möglichkeiten. Das müssten wir ändern erstmal, ne? Ist das das Süd-Südwest-West-Nordwest-Tor? Ich glaube, wir werden uns... Ich werde jetzt offline dieses Tor besuchen, um dann weiterzukommen. Schauen wir mal kurz da rein. Hier sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass wir da irgendwie weiterkommen. So, mal hier, Papierfabrik, ist das okay? Und wenn ich dann da weiter bin, dann gucken wir mal, ne? Ich melde mich dann wieder. Wir machen das in der nächsten Folge weiter. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Schreibt Kommentare rein, gerne. Ich könnte sein, dass ich wegen den Kommentaren nicht sofort bei der nächsten Folge darauf eingehen kann, weil ich jetzt mal gerade so eine Woche nacheinander ziehen muss, sozusagen. Beziehungsweise nicht nacheinander, sondern vor Veröffentlichung ein weiteres Video drehen werde und dann ist das nächste noch, was ich sagen könnte, teilt das Video auf anderen Kanälen, dann kriegen andere auch noch mit, dass es dieses Video hier gibt mit Aborion. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.